Max bekam von seinem Opa eine Tafel Schokolade geschenkt. Vergiss deinen kleinen Bruder nicht, mahnte die Mutter. Er wird sich sicher freuen, wenn du mit ihm teilst. Widerstrebend teilte Max die Schokolade in zwei Hälften und brummelte vor sich hin. Schließlich gab er seinem Bruder die kleinere Hälfte in die Hand. Max, weißt du nicht, dass man beim Teilen immer die größere und die bessere Hälfte abgibt? Mahnte die Mutter. Max überlegte kurz und dann drückte er seinem kleinen Bruder auch noch die andere Hälfte in die Hand und dann sagte er verschmitzt, dann soll er eben teilen. Teilen und Gutes tun, darum soll es heute gehen. In unserer Familie gab es die Regel, der eine teilt, der andere sucht aus, gerade um solche Probleme zu vermeiden, wie wir sie da gerade hatten. Aber wie ist denn das so mit diesem freiwilligen und freigebigen, großzügigen Geben und Teilen? Ich möchte gerne mal einen Bibeltext vorlesen, wo es auch ums Teilen geht. Und zwar steht das in Hebräer 13. Ich lese den ganzen Kontext vor. Ich mag das ja, wenn man Bibelstellen im Kontext liest. Hebräer 13, das ist ganz am Ende von Hebräerbrief, das sind so die letzten Grüße und Ermahnungen. Und dieser Abschnitt ist überschrieben damit, lebt so, wie es Christus gefällt. Und ich lese vor Hebräer 13 die Verse 1 bis 16 aus der neuen Bibel heute. Die geschwisterliche Liebe möge euch ganz erhalten bleiben. Vergesst nicht, Gastfreundschaft zu üben, denn auf diese Weise haben einige, ohne es zu wissen, Engel bei sich aufgenommen. Denkt an die Gefangenen, als wärt ihr selbst mit im Gefängnis, und an die Misshandelten, als wär's euer eigener Körper. Haltet die Ehe in Ehren und bleibt einander treu. Denn Menschen, die in sexueller Unmoral und fortwährendem Ehebruch leben, wird Gott richten. Lasst nicht die Geldgier euer Leben bestimmen. Begnügt euch mit dem, was ihr habt. Denn Gott hat gesagt, nie werde ich dich aufgeben, niemals dich im Stich lassen. Deshalb können wir getrost sagen, der Herr steht mir bei, nun fürchte ich nichts. Was kann ein Mensch mir schon tun? Denkt an eure Führer, die euch damals das Wort Gottes gebracht haben. Erinnert euch an das, was aus ihrem Leben hervorgegangen ist und nehmt euch ihren Glauben zum Vorbild. Jesus Christus ist ja immer derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Lasst euch nicht von irgendwelchen fremden Lehren mitreißen, denn durch die Gnade Gottes wird euer Herz fest, nicht durch das Befolgen von Speisegeboten. Die haben noch niemand wirklich Nutzen gebracht. Wir haben einen Altar, an dem die Priester des irdischen Heiligtums keinen Anteil haben. Denn die Körper der Tiere, deren Blut vom hohen Priester zur Sühnung der Sünden ins innere Heiligtum hineingebracht wird, werden ja draußen vor dem Lager verbrannt. Deshalb musste auch Jesus außerhalb der Stadtmauern leiden, um durch sein Blut das Volk zu heiligen. Lasst uns also zu ihm hinausgehen, vor das Lager und die Schande ertragen, die auch er getragen hat. Denn hier auf der Erde haben wir keine Heimat. Unsere Sehnsucht gilt jener künftigen Stadt, zu der wir unterwegs sind. Durch Jesus wollen wir Gott ein immerwährendes Dankopfer bringen, denn das Lob aus unserem Mund ist unser Bekenntnis zu ihm. Vergesst auch nicht, Gutes zu tun und mit anderen zu teilen, denn solche Opfer gefallen Gott. Gutes tun und mit anderen teilen. Das ist also etwas, das Gott gefällt. Und wenn das etwas ist, was Gott gefällt, dann lohnt es sich allemal, da so ein bisschen genauer hinzugucken und sich damit zu beschäftigen. Was ist zum Beispiel die Voraussetzung, um überhaupt teilen zu können? Also zuerst mal muss ja irgendwas da sein,
was man teilen kann. Also zum Beispiel, wenn ich sage hier so Luft, ich habe jetzt ein bisschen Luft gefangen, so die könnte ich ja jetzt mal teilen, die Luft. Ich nehme jetzt die Hälfte davon und teile, ja, ist halt Luft. Ist, kann man nicht so wirklich teilen. Bei anderen Sachen geht es schon besser. Also wenn ich zum Beispiel eine Zeitung teilen will, habe ich eine Zeitung und haben wir manchmal zu Hause und sagt jemand, gib mir mal was ab von der Zeitung. Dann kann ich mir überlegen, gebe ich ihm jetzt was ab von der Zeitung, nämlich welchen Teil willst du denn, Sport oder was? Manchmal ist das auch gemein. Man sagt, gib mir mal was ab von der Zeitung, dann kriege ich manchmal auch nur so ein Stück. Das war eigentlich nicht das, was ich meinte. Wie ist denn das mit diesem Teilen? Interessanterweise kostet es oft Überwindung, das, was man einmal hat, zu teilen und davon etwas abzugeben. Leichter ist es noch bei Menschen, die mir lieb und teuer sind. Also Geschenke für die Familie oder ein Sparbuch für die Kinder oder sowas in der Art. Aber wie ist denn das so mit Nachbarn zum Beispiel oder Kollegen? Wie oft wägen wir da schon ab, ob wir teilen wollen, ob wir wirklich helfen wollen, ob wir tatsächlich genug übrig haben? Ist der andere auch würdig genug? Hat er das auch verdient? Kann der meine Gabe auch wirklich wertschätzen? Braucht er es wirklich? Ist er nicht eigentlich selbst schuld an seiner Situation? Das sind Fragen, die wir uns oft stellen, manchmal nicht so bewusst, aber unbewusst. Und interessanterweise spielen sie hier in Hebräer aber überhaupt keine Rolle. Hier steht einfach nur, vergesst nicht, Gutes zu tun, mit anderen zu teilen, denn solche Opfer gefallen Gott. So ein Taktieren, Überlegen, Abwägen und auch so eine Bedürftigkeit, die kommt Bedürftigkeit beurteilen, das kommt hier überhaupt nicht vor. Tatsächlich, glaube ich, ist jeder Mensch darauf angewiesen, dass ihm Gutes getan wird und dass mit ihm geteilt wird. Natürlich nicht jeder auf die gleiche Art existenziell, aber doch mindestens emotional. Es gibt Menschen, die verhungern, wenn niemand mit ihnen teilt. Und manche, die verhungern physisch, weil ihnen tatsächlich die Nahrung und das Essen fehlt. Und manche verhungern auch nur seelisch, emotional, weil sie nicht mehr berührt werden, weil keiner sie mehr umarmt, weil keiner ihnen ein Lächeln schenkt. Also die erste Voraussetzung zum Teilen ist, es muss was da sein zum Teilen. Also im Beispiel vorhin hat Max eine Schokolade bekommen. Und jetzt möchte ich mal fragen, was hast du denn von Gott geschenkt bekommen? Mach mal eine Liste. Manchmal hilft das, wenn man sich aufschreibt, meine Geschenke von Gott. Vielleicht steht da dann sowas drauf wie Intelligenz und Verstand, um selbst kühnste Ideen in die Tat umsetzen zu können. Oder da steht ein Körper, mit dem wir leben und arbeiten können. Was habe ich geschenkt bekommen? Ein strahlendes Lächeln. Leben in einem Land, das von Wohlstand geprägt ist. Die Freiheit, selbst zu entscheiden, wo und mit wem ich leben möchte. Humor, Musikalität, mit Worten spielen und umgehen können, Sachen formulieren können. Das sind alles Geschenke, die Gott gibt, die Gott dir vielleicht gegeben hat. Und zwar umsonst gegeben. Ich habe von jemandem gelesen, der regelmäßig eine Woche immer mal wieder seine persönliche Zeit mit Gott dafür nimmt, um pro Tag 10 Gründe aufzuschreiben, wofür er Gott dankbar ist und was er von Gott bekommen hat. Er schreibt jeden Tag eine Woche lang 10 Sachen auf und am Ende der Woche hat er eine Auflistung von 70 Dingen, für die er dankbar sein kann und die er mit anderen, ja, für den Segnungen von Gott. Und das ist eine gute Übung, um den Blick zu heben, um den Fokus zu verändern von dem, was mir fehlt, zu dem, was ich habe. Wir sind so reich beschenkt.
Erst dann, im Bewusstsein dieser Geschenke, sind wir überhaupt in der Lage, unseren Dank dafür auszudrücken. Erst dann wird es uns bewusst. Dann ist die Frage, wie genau reagieren wir auf die Vielzahl von Dingen, mit denen Gott uns verwöhnt? Wie genau können wir denn überhaupt dem Schöpfer des Himmels und der Erde unseren Dank dafür geben, was er uns schenkt? Gott ist ja auf kein Opfer von uns angewiesen. Was könnten wir Gott überhaupt auch nur zurückgeben, um unsere Dankbarkeit zum Ausdruck zu bringen und zu zeigen? Die Frage ist, worüber freut sich Gott? Worüber freut sich Gott? Betest du vielleicht manchmal so Sachen, Gott, wenn du mir hilfst, bis ans Ende des Monats mit meinem Geld auszukommen, dann werde ich ab sofort jeden Abend eine Stunde Bibel lesen und werde nicht noch bei Facebook die ganzen Neuigkeiten checken. Oder wenn ich diese Prüfung bestehe, es ist so knapp, wenn ich die bestehe, dann werde ich ab sofort für immer viel früher anfangen zu lernen. Dieses Wenn-Dann-Prinzip, das ist bei Gott fehl am Platz. Das gehört da tatsächlich nicht hin. So als ob Gott ein Interesse daran hätte, meine Wünsche zu erfüllen, damit ich mehr Zeit mit ihm verbringe, weil damit es ihm gut geht, oder was? Ich kann mit ihm keinen Deal abschließen. Alles, was er tut, das tut er nur aus Liebe zu mir. Nicht, weil ich ihm etwas dafür gebe als Reaktion. Freut er sich darüber, wenn ich früher anfange zu lernen oder wenn ich mir mehr Zeit nehme, um Bibel zu lesen? Sind das Opfer, die ihm gefallen? Wir denken das manchmal. Und hier stehen aber in dieser Hebräerstelle stehen andere Dinge. Hier steht, hier wir drücken unsere Dankbarkeit Gott gegenüber aus, am besten, indem wir mit anderen teilen, indem wir anderen Gutes tun. Wir drücken unsere Dankbarkeit am besten dadurch aus, indem wir die uns von ihm anvertrauten Gaben mit anderen teilen und einen Teil unseres Wohlstands anderen opfern. Alles, womit wir selbst von Gott in unserem Leben an Gutem geschenkt und gesegnet wurden, das sollen wir weitergeben. Und um in diesen zwei Beispielen zu bleiben, worüber würde denn Gott sich wohl freuen, wenn das Geld bei mir bis zum Monatsende reicht? Überlegt mal kurz. Worüber würde Gott sich freuen? Würde er sich freuen, wenn ich dann Bibel lese? Wenn wir jetzt diese Stelle hier nehmen, dann heißt das zum Beispiel, er würde sich darüber freuen, wenn ich jemanden, der noch weniger Geld hat als ich, dann zum Essen einlade. Oder wenn ich einen Kuchen backe und dem jemanden vorbeibringe. Und auch in diesem Beispiel, worüber würde Gott sich freuen, wenn ich eine Prüfung bestehe? Er würde vielleicht sich freuen, wenn ich dann mein Wissen, was ich mir angeeignet habe, weitergebe, um jemandem Nachhilfe oder Unterstützung zu geben, bei den gleichen Problemen und bei der gleichen Thematik. Vergesst nicht, Gutes zu tun und mit anderen zu teilen, denn solche Opfer gefallen Gott. Gott will nicht, dass wir mit ihm teilen. Er ist nicht darauf angewiesen, er braucht unsere Gaben nicht. Wir verstehen das oft als Opfer, wenn wir Gott Dinge abgeben oder zurückgeben oder weitergeben. Hier steht aber, dass es ein echtes Opfer ist, wenn wir mit Menschen teilen, wenn wir das an Menschen weitergeben, was wir von Gott bekommen haben. Das ist ein Opfer, was Gott gefällt. Auf diese Art drücken wir unsere Dankbarkeit Gott gegenüber am besten aus. Alle Dinge, mit denen wir uns als gesegnet oder beschenkt sehen, das sind die Dinge, die wir teilen und mit denen wir anderen Gutes tun können. Nochmal, wir drücken unsere Dankbarkeit Gott gegenüber am besten aus, indem wir die uns von ihm anvertrauten Gaben
mit anderen teilen und anderen opfern. Dieses Opfere Gott Dank, das wird praktisch im Teilen und im Gutes tun. Überleg doch die nächste Woche mal, wo hat jemand, den ich kenne, Mangel? Wo geht es dem schlecht? Wo hat er einen Mangel, dem ich abhelfen könnte? Es ist so einfach. Du willst Gott eine Freude machen? Du willst irgendwas tun, was ihm gefällt? Ja, dann teile mit anderen. Dann tu anderen etwas Gutes. Jesus sagt in Matthäus 25, was ihr einem dieser meinen geringsten Brüdern getan habt, das habt ihr mir getan. Da sagt er, ihr Gesegneten meines Vaters, sagt Jesus, ich bin hungrig gewesen und ihr habt mich gespeist. Ich bin durstig gewesen, ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremdling gewesen und ihr habt mich beherbergt. Ich bin ohne Kleidung gewesen, ihr habt mich bekleidet. Ich bin krank gewesen, ihr habt mich besucht. Ich bin gefangen gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Und dann werden diese Gerechten Jesus antworten und sagen, Herr, wann? Wann haben wir das denn gemacht? Wann haben wir dich hungrig gesehen und durstig und als Fremdling und ohne Kleidung und gefangen? Wann haben wir dir denn da zu essen gegeben und zu trinken? Wann haben wir dich bekleidet? Wann haben wir dich besucht im Gefängnis? Wann haben wir das getan? Und dann sagt Jesus hier, Matthäus 25, Vers 40, was ihr einem dieser geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Was wir anderen Menschen Gutes tun, wo wir echte Not anderer lindern, da sagt Jesus, das tut ihr mir persönlich damit. Gutes zu tun, mit anderen zu teilen, das gefällt Gott. Und wenn wir teilen, dann sollen wir Gutes tun. Ich habe eine Anekdote gelesen von einem Pfarrer Johannes Friedrich Flattig, der hat vor über 300 Jahren gelebt. Und dieses württembergische Original, er wurde vor allen Dingen durch seine schlagfertigen Antworten bekannt. Eines Tages klingelte ein bettelnder Durchreisender an seiner Tür. Der Pfarrer schenkte ihm seine besten Strümpfe. Ganz entrüstet reagierte seine Frau und die sagte, also wirklich, ein paar schlechte Socken hätten es auch getan. Nun hat der Pfarrer nur gesagt, schlechte hatte er selber. Gutes tun, mit anderen teilen, das gefällt Gott. Teilen können wir mit dem Hungrigen gesundes Brot. Teilen können wir kostbare Zeit mit Menschen, die alleine sind und darauf warten, dass ihnen nur ein lieber Mensch zuhört. Teilen können wir unsere Kenntnisse am Computer oder bei Reparaturen. Teilen können wir unser Wissen und Erfahrungen, wie man zum Beispiel Formulare oder Anträge ausführt. Teilen können wir auch unsere Fähigkeiten, komplizierte Sachverhalte oder unverständliche Gebrauchsanweisungen zu verstehen. Teilen können wir unser Auto mit Menschen, die zum Arzt müssen oder zum Gottesdienst. Teilen können wir auch unsere Kochkünste mit jemandem, der nur Tiefkühlpizza kennt oder zubereiten kann. Was willst und kannst du nächste Woche Gutes tun? Überleg mal, mit wem kannst du etwas teilen? Manche Dinge gehen spontan, manche Dinge brauchen auch ein bisschen Vorbereitung und einen festen Vorsatz. Und egal, ob spontan oder geplant, vergiss es nicht. Vergiss es nicht. Wie oft passiert das? Ich wollte ja eigentlich. Und es ist mir schon wichtig. Und eigentlich hatte ich vor. Und vielleicht steht auch deshalb hier am Anfang dieses Verses, vergesst nicht, Gutes zu tun. Vergesst nicht. Achtung, vergesst es nicht. Das ist wie so ein kleiner Post-it, wie so ein kleines Zettelchen. Da steht drauf, Gutes tun mit anderen teilen. Ach ja, stimmt, so, plapp,
habe ich irgendwo hingebappt, wo es mir auffällt, wo ich es nicht vergesse. Hier, Aufmerksamkeit, ich zu mir. Nicht vergessen, Gutes tun, teilen. Mach dir einen Toast und Post-it. An unserem Kühlschrank hängt so ein kleines Schild. Ich habe es nicht vergessen. Ich habe nur nicht dran gedacht. Ja, also denk dran. Denk dran, vergesst es nicht, Gutes zu tun. Zwei abschließende Gedanken möchte ich noch sagen. Das eine ist, manchmal kommt man so im Trubel des Alltags nicht darauf, dass es da ja einen Mensch geben könnte, der wirklich gerade auch eine Not hat und der meine Hilfe braucht und der es braucht, wenn ich was mit ihm teile. Und für so jemand ist dieses Bibelwort total gut und hilfreich. Eine Erinnerung, dass Gott uns so reich beschenkt hat und wir von diesem Segen weitergehen dürfen, weitergeben dürfen. Und diese Erinnerung ist eine Mahnung, die aber nur Gott mir geben darf. Gott kann mir diese Erinnerung geben und dieses Teil mit anderen. Tu Gutes. Aber nicht jemand anderer, der gerade hungrig und durstig ist, kann zu mir kommen und kann sagen, ich habe Hunger, gib du mir was zu essen. Der kann das nicht einfordern. Ich habe einen neuen Computer, du kennst dich damit aus, also richte mir den mal ein. Oder ich habe Hunger, du kannst gut kochen, bring mir mein Essen vorbei. Oder du kannst so super Gitarre spielen, ich möchte das gerne lernen, wann hast du Zeit, mir das beizubringen? Nee, so funktioniert das nicht. So ist diese Bibelstelle nicht gemeint, dass Leute sowas einfordern können. Nur Gott weiß, wie es dir geht und womit er dich gesegnet hat. Und nur Gott kann dich darum bitten und dich auffordern und kann sagen, gib weiter und tue Gutes. Und Gott ist der, der sich dann darüber freuen wird, wenn du es tust. Das andere ist, dass wir uns manchmal selber so unzulänglich fühlen. Dass wir oft sagen, oh, ja, ich würde ja gerne, aber ich traue mich eigentlich nicht. Ich kann nicht. Ich kann den nicht einfach anrufen. Ich kann da nicht einfach hingehen. Ich kann nicht einfach meine Hilfe anbieten. Und ich kann es doch selber nicht. Vielleicht kann Gott gerade dadurch wirken. Vielleicht gerade dadurch, dass du selber sagst, nee, ich kann es nicht. Ich bin unzulänglich. Und ich möchte euch da eine kleine Geschichte zum Abschluss vorlesen. Eine Geschichte aus dem Andere-Zeiten-Kalender von Rachel Naomi Raman. Wie schwer es doch ist, jung zu sein, sagte Father Uschia zu mir. Ich lachte und fragte, was er damit meine. Mit blitzenden Augen erzählte er mir von der ersten Patientin, zu der man ihn als Krankenhausgeistlichen gerufen hatte. Noch sehr jung und voller Eifer zu dienen, war er an das Krankenlager einer Frau gegangen, die am nächsten Tag einer schweren Operation unterzogen werden sollte. Sie hatte steif vor Angst in ihrem Bett gelegen. Kaum hatte er einen Stuhl herangezogen und sich zu ihr gesetzt, da sagte sie auch schon, »Vater, ich habe das sichere Gefühl, dass ich morgen sterben werde.« Während seiner Ausbildung war er auf eine solche Situation nicht vorbereitet worden. Und nun saß er da und hatte absolut keine Ahnung, wie er darauf reagieren sollte. Um seine Verwirrung zu überspielen, ergriff er erst einmal ihre Hand und hielt sie fest. Da begannen sie zu erzählen. Er hörte ihr kaum zu, immer noch ihre Hand haltend, suchte er in seinem Gedächtnis krampfhaft nach irgendwelchen Worten des Trostes aus der christlichen Tradition, nach Aussprüchen von Thomas Merton, Teresa von Avila oder Jesus. Als er den Raum betreten hatte, waren sie ihm noch alle präsent, aber nun waren sie wie weggewischt. Die Frau sprach immer weiter und weinte auch ein wenig. Und sein Herz öffnete sich für sie in ihrer Todesfurcht. Schließlich schloss sie die Augen und er benutzte diese Gelegenheit, um Gott um Hilfe zu bitten, um die Worte, die ihm fehlten. Doch ihm fiel nicht das Geringste ein. Endlich schlief sie einfach ein und er ging besiegt und überzeugt, nicht das Zeug zum Priester zu haben.
Den Rest des Tages und die ganze Nacht hatte er damit verbracht, sich schmerzliche Gedanken über seine Unzulänglichkeit und über seine Berufung zu machen. Er hatte sich zu sehr geschämt, um die Frau noch einmal aufzusuchen. Doch einige Wochen später hatte er einen Brief von ihr erhalten, in dem sie sich für all die wundervollen Dinge bedankte, die er während seines Besuches für sie getan hatte, und ganz besonders für die wunderbaren Dinge, die er zu ihr gesagt hatte. Die Worte des Trostes und der Weisheit. Sie würde sie niemals vergessen. Und dann zitierte sie ausführlich, was sie ihn hatte sagen hören. Father O'Shea begann zu lachen und ich musste ebenfalls lachen. Das ist schon so lange her, sagte er immer noch lachend. Gott sei Dank, dass wir nie wieder so jung sein können. Er hielt inne, um sich die Augen zu wischen. Wissen Sie, Rachel, sagte er dann, im Laufe der Jahre habe ich gelernt, dass Gott, wenn ich darum bete, jemandem dienen zu können, manchmal Ja sagt und manchmal Nein. Und sehr oft auch, geh mal zur Seite, Patrick, ich mache das selber. Vergiss nicht, Gutes zu tun, mit anderen zu teilen. Solche Opfer gefallen Gott. Manchmal sagt Gott ja, manchmal nein, manchmal sagt er, geh mal, ich mach's selber. Aber in seiner Hand ist es gut aufgehoben. Amen. Always chasing the wind, left with nothing in the end. It's me. It's meaningless, these treasures I possess. Only you, you satisfy, and only you sustain my life. Without you, it's meaningless. Yeah, it's meaningless. Coming clear, you've got my attention. You're filling the void and killing noise. Focus my direction with intimate insistence. You overwhelm my senses, and all I need's before me now. It's me. Without you, it's meaningless, these treasures I possess, 'cause only you, you satisfy, and only you sustain my life. Without you,